Hallo zusammen. Ich möchte euch nun zeigen, wie ihr Spielwiesen erstellen könnt. Spielwiesen, das sind besondere Artikel, die ihr einfach zum Testen nutzen könnt. Bei denen könnt ihr auch Artikel vorschreiben bzw. größere Änderungen an schon bestehenden Artikeln vorbereiten. Es gibt hier bei Wikibooks mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir die Seite Wikibooks:Spielwiese. Die kann man einfach öffnen und hier den Quelltext dann bearbeiten. Auf der Seite könnt ihr beliebige Änderungen vornehmen, beziehungsweise auch Tests vornehmen. Und das ist quasi im gesamten Wikibooks-Projekt eine zentrale Spielwiese, die jeder Autor benutzen kann. Diese Seite ist vor allen Dingen dann hilfreich, wenn eure Änderungen oder wenn eure Tests nicht länger als ein paar Stunden dauern. Wenn du länger an einem Artikel arbeiten möchtest, beziehungsweise nicht absehen kannst, ob du bereits an diesem einen Tag mit deinen Bearbeitungen fertig wirst, dann kannst du auch eine eigene Spielwiese in deinem Benutzernamensbereich erstellen. Wir zeigen das hier mal am Beispiel vom neuen Mathe für Nichtfreaks-Autor Benjamin Wolber. Dieser möchte gerne den Artikelstetigkeit von Funktionen verändern und dafür wollen wir Ihnen eine Spielwiese erstellen, wo er diese Änderungen vornehmen kann, ohne dass diese Änderungen gleich bei dem Artikel direkt sichtbar sind. So kann er sich ausprobieren und sobald er dann fertig ist, können seine Änderungen dann wieder zurück in den eigentlichen Artikel überführt werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir seine Benutzerseite öffnen. Wir klicken hier oben auf die URL, fügen einen Schrägstrich ein. Dadurch öffnen wir eine Unterseite. Diese Unterseite geben wir einen besonderen Namen, sagen wir mal Spielwiese, und klicken auf Enter. Dass wir damit erfolgreich waren, sehen wir hier am veränderten Titel. Wir sehen hier anhand des Präfix, dass es sich um eine Unterseite von Benjamin Wolber handelt, also genau das, was wir brauchen. Und diese Unterseite heißt hier Spielwiese. Dadurch Das sehen wir hier anhand des Schrägstrichs, was die Unterseiten von der Benutzerseite selbst abgrenzt. Nun können wir hier auf Quelltext erstellen gehen und den Quelltext von den Artikeln hier rein kopieren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte. Wir haben hierzu ein Tool erstellt innerhalb der Hilfeseiten. Wenn ihr schon bei Wikibooks angemeldet seid und selbst eine Spielwiese für euch erstellen wollt, dann müsst ihr nichts anderes machen, als hier auf persönliche Spielwiese erstellen klicken. Dadurch, dass wir hier eine Spielwiese für einen anderen Benutzer schon mal anlegen wollen, müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Hierzu müssen wir diesen Präfix hier anpassen und dazu den Präfix beziehungsweise den Benutzernamen des Benutzers hier rein kopieren. Und dann klickt man hier auf persönliche Spielwiese erstellen und kommt genau wie beim anderen Weg hier auf eine Seite, wo man von dieser Spielwiesenseite hier den Quelltext einfügen kann. Und das machen wir nun. Wir nehmen den Artikel Stetigkeit von Funktionen, klicken auf Quelltext bearbeiten. Markieren den kompletten Quelltext, kopieren ihn und fügen ihn ein. Und nun müssen wir nichts anderes machen, als dass wir die Spielwiese speichern. Für einen Artikel Funktionen erstellt. Das reicht komplett aus als Zusammenfassung, wenn man selbst eine Spielwiese erstellt, um nun auch noch den anderen darauf aufmerksam zu machen, dass wir diese Spielwiese auch wirklich erstellen wollen, können wir jetzt noch hinzufügen, dass der Benutzer dies angefragt hat. So, klicken dann auf Veröffentlichen und die entsprechende Spielwiesenseite ist erstellt. Die Fehler, die hier oben auftauchen, beziehungsweise ganz unten, die sind
dadurch vorhanden, dass der Header und der Footer noch nicht funktioniert. Denn momentan ist die Programmierung noch so, dass die Seiten auch wirklich in der Sitemap eingebunden sein müssen. Deswegen lösche ich hier einfach mal Header und Footer bzw. kommentiere diese dann aus. Header und Footer ausgeblendet. Klicken wir auf Veröffentlichen. Und nun ist dann der Artikel als Spielwiese erstellt und kann dann von den Benutzer ganz normal bearbeitet und verändert werden. Sobald der Benutzer dann fertig ist, kann dieser Quelltext wieder in den eigentlichen Artikel rüberkopiert werden.